Wir haben mal wieder eine Frage bekommen, was passiert eigentlich mit den Autos, wenn die zurückkommen? Ihr habt es gesehen, beim letzten Rennen bei mir bei der Europameisterschaft hatte ich ein Getriebeproblem, was normal nicht vorkommen kann oder nicht vorkommen darf. Wir schauen uns einfach mal an, was der Robert macht. Wir werden ihm wahrscheinlich ein bisschen auf den Sack gehen, aber das ist jetzt eher weniger das Problem. Und gucken da mal, der Robert ist für die Getriebe zuständig, das heißt, er nimmt die ganzen Getriebe auseinander und dann schauen wir mal, was er jetzt macht, was ihm an unserem kaputten Getriebe aufgefallen ist und was wir machen können, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. Ich bin jetzt beim Robert. Hi. Hi. Erklär uns du doch mal bitte das Getriebe. Also wir haben da elektronisches geschaltetes sequenzielles Getriebe. Das wird über Elektronik betätigt. Das heißt, normalerweise sequenzielles Getriebe wird mit der Hand geschalten, mit rauf und runter. Und dadurch, dass wir aber das elektronisch haben, gibt es ein eigenes Modul dafür. Das kann ich euch dann zeigen. Das macht die Schaltvorgänge. Aber der innere Aufbau ist im Prinzip wie ein normales manuelles sequenzielles Getriebe. Oder wie man so sagt, beim Motorrad hat man ungefähr das Gleiche. Das heißt, die Gänge werden einfach hintereinander durchgeschalten und nicht über die H-Schaltung. Dadurch ist es natürlich schneller und gerade im Motorsport alle Zeit kostet ist Geschwindigkeit und Zeit ist halt vordere Plätze, sage ich mal, im Rennen oder Podium. Ich blende es euch jetzt mal ein, was bei mir kaputt war. Man hat es gesehen, die Gänge lassen sich nicht schalten. Genau, ihr habt gesehen, ich habe auf die Pedal drückt, nichts ist passiert. Wie kann das passieren oder warum? Ja, entweder spinnt die Elektronik, das ab und zu mal vorkommt. Das ist wie beim Computer, der geht auf einmal aus und man ärgert sich. Das kann leider auch heutzutage bei der Elektronik immer wieder passieren. Oder Spannungsproblem, das spielt natürlich eine große Rolle, weil es halt durch elektronische Betätigung geht, das halt alles über Stromstärke. Und wenn zu wenig Saft auf dem Gerät ist, geht das natürlich auch nicht. Und der letzte Fehler kann natürlich ein mechanisches Problem sein, dass irgendwas verklemmt war oder dass auch in der Hitze einfach nicht mehr funktioniert hat. Das müssen wir jetzt halt kontrollieren. Das sehen wir unser sequenzielles Getriebe. Das ist ein gerade verzahntes Getriebe, macht natürlich extrem viel Lärm. Auf der Straße fährt man schräg verzahnt und mit Dockringsteuerung. Das heißt also, es wird nicht über Synchronringe wie im Straßenauto runtergebremst, das Zahnrad, sondern es wird einfach der Gang reingeknallt. Das ist das berühmte Knallen, was man hört, wenn man umbaut, wie das hier. Da geht es immer Klang. Und dann ist der Gang drin. Gerade beim Wegfahren hört man es extrem. Das blenden wir euch jetzt mal ein. Und im Prinzip, wenn ich da jetzt an den Hebel ziehe, was die Elektronik macht normalerweise, sieht man da, wie die Schaltwalze sich bewegt und damit verschiebt er mir den Dockring in den Gang, wo ich gerade rein muss. Und das ist genau das, was man dann immer hört. Und das ist im Prinzip, was man an die Hebel auch sieht, wenn die Leute auf so Hebel anziehen, bei den sequentiellen Getriebe, bei den manuellen. Das macht halt die Elektronik hier über die Stange. Und damit also bewegt sich die Schaltwalze. Wird quasi von der Wippe ausgelöst, die Wippe betätigt dann diesen Hebel und damit wird der Gang die Gangfunktion aktiviert. Und dann legt der Dockring fest, welcher Gang. Ja, je nachdem, wo die Schaltwalzen gerade stehen, der Gang geht rein oder was der Fahrer halt natürlich den Gang, was er haben will natürlich, weil man kann ja nur nach der Reihe schalten, also ich kann jetzt von 3 auf 1 kommen oder so, ja. Also ich muss 5, 4, 3, 2, 1 schalten. Es geht nicht, dass ich irgendeinen Gang auslasse, wie beim normalen Straßen-H-Getriebe. Ist mir auch schon aufgefallen. Dann kannst du uns jetzt eigentlich mal das Schaltverfahren simulieren, oder? Ja, also wir haben jetzt die Teile ausgebaut von einem anderen Getriebe, weil wir halt mehrere Getriebe immer in Reserve auch haben und da muss man halt ein paar Service machen nach den Rennen und wir haben ja mehrere Autos im Einsatz immer. Dadurch gibt es ein bisschen Arbeit. Jetzt haben wir da zum Beispiel die Schaltstange, wo ich zuerst die Gänge gewechselt habe. Da sieht man halt die Druck- und Zugbewegung, was ausgelöst wird.
Da ist dann eine Sperrklinke hier drin, die geht dann hier auf die Schaltwalze. Die zieht dann den Gang in die Richtung, wo man halt hinschaltet. Und hier hat man dann die Schaltgabel, die hier in die Not reinfährt. Das heißt, hier passiert einmal nichts. Und wenn ich dann in der Bewegung komme, sieht man, wie sich das dann verrutscht. Mhm. Und so wird der Gang dann durchgeschaltet. Und so kann man auch nur einen Gang immer schalten. Mhm. Und das wird natürlich mit immer zwei Gänge sein auf einer Schaltkabel. Das heißt, jetzt habe ich zum Beispiel 1, 2 oder 2, 3. Ja. Also, dass ich immer die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung habe. Und dann, wenn ich wieder in der Mittelposition bin, dann habe ich da zum Beispiel den nächsten Gang drin, wenn da die Schaltklaue drinnen ist. Und dafür sind die anderen dann in Neutralstellung. Jetzt habe ich hier die Welle, wo die Dockringe oben sind. Das sind Dockringe, das im Prinzip sind das die Synchronringe für das Motorsport. Man sieht hier die viereckigen Kanten. Das heißt, das ist das, wo der Gang einrasten wird. Der Ring bewegt sich hin und her. Die Zahnräder sind lose, nicht verbunden mit der Welle. Das heißt, wenn kein Gang drinnen ist, dreht sich das leer durch. Damit habe ich einen Leerlauf, wie es so schön heißt. Und sobald ich in den Gang reingehe, schiebt es da rein und blockiert mir das Zahnrad. Und dann zieht die ganze Welle mit. Damit habe ich automatisch einen Gang drin. Und so gehen die Schaltvorgänge vor sich. Das heißt, aber jetzt habe ich natürlich aber eine hohe Drehzahl und das Rad steht und dann schaltet es im Prinzip rein und dann blockiert es. Und das ist im Prinzip das Schlagen, was man so hört bei den Getriebe, wenn man Gang wechselt. Das macht immer so bumm. Also so einen leichten Schlag gibt es immer. Und so werden halt die Gänge hin und her gewechselt. Du hast jetzt mein Getriebe auseinanderbaut. Wo war denn jetzt das Problem schlussendlich? Also wir vermuten, dass ein Elektronikproblem war, weil so auf die Zahnräder oder so, man sieht leider nichts. Die einzige Vermutung, was wir noch haben, was wir noch zerlegen müssen, ist die Differentialsperre, wo wir noch ein Problem vermuten. Aber wir haben mechanisch, also in dem ganzen System, was du uns jetzt erklärt hast, keine ausgeschlagenen Ringe oder irgendwelche abgeschlagenen Zähne oder so. Also jetzt vom Aufmachen her, von der Kontrolle, jetzt auf den ersten Blick her, ich meine, ich muss das Ganze noch sauber machen, genau kontrollieren, aber so jetzt auf den ersten Blick hat man keine Schäden festgestellt. Okay. Also, und es hat sich ja alles leicht zerlegen lassen, das heißt, es hat nichts geklemmt. Was dann wiederum auch dafür spricht, dass es funktioniert hat, wenn man es dann gerade tauscht hat. So wie es ausschaut, ja. Also es war anscheinend wirklich Elektronikwurm, wie es so schön heißt, aber okay. Wir müssen natürlich alles kontrollieren, dass wir auf Nummer sicher gehen. Genau, also ihr nehmt ja die Autos komplett auseinander und dann geht es weiter zum nächsten Projekt. Das sage ich euch jetzt aber noch nicht, das seht ihr dann. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns.